Dass es sich lohnen kann, Dinge aufzubewahren, zeigt auch dieses Spielzeug. Eine Bärenwippe. Ein geradezu magisches Objekt. Das wirkt wie eine Art Zeitmaschine. Im Nu ist die Uhr des Lebens um mindestens ein halbes Jahrhundert zurückgedreht. Wie alt fühlen Sie sich wieder, wenn Sie an dem Schnüll ziehen? So anderthalb. Aber die Schnur ist ein Original. Zumindest sieht sie so aus. Okay, mein Mann hat es 57 bekommen. Aber es kann ja sein, dass es schon viel früher gefertigt worden ist. Solche Sachen würden uns eigentlich interessieren. Es könnte ja auch sein, dass ich gar nicht der erste Besitzer dieses Spielzeugs bin. Grüß Gott. Grüß Gott. Da haben Sie uns aber ein ganz originelles Spielzeug mitgebracht. Wer durfte denn von Ihnen beiden damit spielen? Ich durfte damit spielen. Wann war das? Das war 1957, zumindest habe ich es da geschenkt bekommen. Mhm. Und ja, mein Foto hier. Ja. Genau. Ach, wie süß. Da bin ich drauf mit den Bärchen. Und ich habe es wahrscheinlich von einem Onkel und einer Tante geschenkt bekommen. Aber leider wissen wir so gut wie gar nichts von diesen Bärchen oder darüber. Wir nehmen an, dass es wirklich echte Hermannbären sind. Aber viel mehr wissen wir darüber nicht, denn im Internet ist nichts zu finden. Mhm. Ja, dazu kommen wir noch, warum Hermann das so ist. Hermann ist nicht Hermann. Das ist insofern immer eine spannende Frage, weil wir sind da bei einer ganz großen Spielwarenfabrikantendynastie, die aus Sonneberg stammt. Johann Hermann ist so der Stammvater, der Begründer des Ganzen. 1896 beginnt er mit der Produktion. Und es gibt aber vier Familienzweige. Und wir haben hier zum Glück Siegelmarken, die sie ab 1952 verwendet wurden, auch zweiseitig durchgestaltet, die die Wertigkeit dieser Bärchen sehr schön illustrieren sollen. Mhm. Und da haben wir die Angabe Hermann Teddy Original. Und dies ist jetzt aber nicht Hermann aus Sonneberg, weil die haben nämlich 1948 Einfamilienzweig um Bernhard Hermann herum eine Zweigfabrik in Hirscheid bei Bamberg eröffnet. Mhm. Und da sitzen die noch heute. Also das heißt, die dritte Generation in den 50er Jahren waren das dann. Gebrüder Hermann nannten die sich. Und genau aus dieser Phase, passend zu ihrer Lebensgeschichte, zu dieser Schenkung, stammen eben auch diese ganz besonderen Bärchen auf ihrem Schaukelgefährt. Ja, und Sie haben da auch ein wirklich seltenes Spielzeug in einer wahnsinnig tollen Erhaltung, wie ich finde. Sie müssen ein sehr, sehr artiges Kind gewesen sein, wenn die noch so schön aussehen. Ja. Für Hermann typisch sind nämlich auch die Art der Räder. Also selbst wenn Sie jetzt die Marke nicht hätten, könnte man sie aufgrund dieser Räder durchaus zuordnen. Und es ist eben auch toll, dass man hier sehr gut demonstrieren kann, dass aus normalen Teddybären in Kombination mit einem Fahrgestell, die sind auch beweglich auf diesem Gestell, dann eben ein neues Spielzeug machen konnte. Das haben auch andere Firmen so aus ihrem Standardprogramm entwickelt. In welcher Stückzahl sind die mal produziert oder verkauft worden? Weil ich habe jetzt rausgehört, dass die also wirklich original auch bei Hermann so hergestellt worden sind. Also das Untergestell kam nicht von irgendeinem Zulieferer, wie man das heute vielleicht hätte. Doch, das ist bei Hermann genau der Fall. Okay. Das heißt, die waren Bärenspezialisten und haben wirklich in der Wirtschaftswunderphase den großen Bärenboom ganz wesentlich mitgetragen. Und diese beiden Bärchen sind aus der Serie 62. Das sind Miniaturbären in 14 cm Größe. Hier wunderbar erhalten mit Glasaugen, mit den Original-Seidenschleifchen. Und dann hat man in den 50er Jahren überlegt, wie kann man neue Formen entwickeln. Es gibt eine Vorlage von Steiff, nennt sich Vivac. Da schaukeln ein Affe und ein Teddy miteinander, schon in den 20er Jahren. Und das greift man hier auf. Aber Hermann hat sich wirklich immer auf Plüsch, auf die Verarbeitung von Holzwolle, die Stopfung konzentriert, hat selbst die Stimmen, die in den Bären eingebaut wurden, noch dazu gekauft. Und sicherlich auch hier sehr hochwertig mit der Gummibereifung, Holzscheibenräder, das Metallgestell grün lackiert. Da hat man dann sicherlich, ich sag mal, im Bamberger Raum einen Spezialisten gehabt, der das zugeliefert hat. Und diese Bären kommen in den Katalogen von 54 bis 59 vor. Das war aber sicherlich kein Massenartikel, sondern eine Spezialität und auch sicherlich nichts Günstiges. Das war durchaus eine Investition, die da getätigt wurde für den Kleinen und ein besonderes Geschenk, was da auch übergeben wurde. Hatten Sie weitere Plüschtiere oder Teddybären?
Adrian? Ja, wir haben noch einige. Okay. Auch ältere. Schön. Ja. Das ist interessant. Ja. Mich würde noch interessieren, ist das Material, ist das Mohair? Oder? Ja, das sind Mohair-Teddys. Und die Variante mit diesen Glasaugen ist auch die seltenere. Mhm. Und das Schöne ist eben wirklich, Sie haben hier was, was gar nicht so häufig war. Also die wurden nicht in großen Stückzahlen verkauft und deshalb ist der Preis auch höher, als man sonst für so einen kleinen Bären ist irgendwas um die 50, 60 Euro anzusetzen. Und mit dieser, in dieser Kombination mit der Wippe, dann sind wir durchaus bei 300 Euro und je nachdem Tendenz nach oben. Und vor allem ist die Erhaltung ja auch so toll. Also Kompliment. Danke schön. Weiterhin schützen, auch vor Licht und Motten, damit es weiterhin so toll bewahrt bleibt. Ja. Viel Freude bei Herzlichen Dank. Danke. Ja. Danke.